sei ein Bezugssystem OIJK des Raumes. Welche sind die Gleichungen der Ebenen, die jeweils zwei Koordinatenachsen enthalten? Wir zeichnen zuerst ein Bezugssystem OIJK des Raumes. Die Ebene, die die X-Achse und auch die Y-Achse enthält, das ist diese blaue Ebene Alpha. Ein Punkt P liegt in dieser blauen Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn der Vektor OP, Linearkombination der beiden Vektoren I und J ist. Was also bedeutet, der Vektor OP ist gleich zu Lambda mal I plus μ mal J. Hier haben wir schon eine vektorielle Gleichung der Ebene Alpha. Da diese Gleichung nur Ortsvektoren enthält, können wir die sofort mit Koordinaten umschreiben. Das ist die Koordinate vom Vektor OP. Dann kommt gleich Lambda mal die Koordinate vom Vektor I, das ist 1, 0, 0, 1, 0, 0, dann plus μ mal, plus μ mal die Koordinate von J, das ist 0, 1, 0, 0, 1, 0. Diese Gleichungen schreiben wir noch etwas einfacher und somit haben wir parametrische Gleichungen der Ebene Alpha gefunden. Aber die dritte enthält gar keinen Parameter, also ist das automatisch die kartesische Gleichung dieser Ebene Alpha. Das hätte man voraussehen können, denn ein Punkt P befindet sich in dieser Ebene Alpha, dann und genau dann, wenn sein Lot Z gleich 0 ist. Kommen wir jetzt zur zweiten Ebene Beta, die die Y-Achse und die Z-Achse enthält. Ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Beta, dann und genau dann, wenn der Vektor OP Linearkombination der Vektoren J und K ist, was also bedeutet, Vektor OP gleich Lambda mal Vektor J plus μ mal Vektor K. Das ist eine vektorielle Gleichung dieser Ebene Beta. Sie enthält nur Ortsvektoren, also können wir die sofort umschreiben mit Koordinaten. Die Koordinate von OP, das ist Lambda mal die Koordinate von J, das heißt 0, 1, 0, dann plus μ mal die Koordinate von K und das ist 0, 0, 1. Auch diese Gleichungen schreiben wir etwas einfacher. Und jetzt haben wir drei parametrische Gleichungen der Ebene Beta gefunden. Aber die erste enthält keinen Parameter. Dann ist das automatisch die kartesische Gleichung von Beta. Wenn ein Punkt in Beta liegt, dann ist seine Abszisse automatisch gleich 0. Und wenn die Abszisse von einem Punkt 0 ist, dann liegt der Punkt automatisch in dieser Ebene Beta. Also das war vorauszusehen, x gleich 0 ist selbstverständlich die kartesische Gleichung von Beta. Jetzt kommen wir zur Ebene Gamma, die enthält die x-Achse sowie auch die z-Achse. Ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Gamma, dann und genau dann, wenn der Vektor OP Linearkombination der Vektoren I und K ist. Was also bedeutet, OP ist Lambda mal I plus μ mal K. Das ist eine vektorielle Gleichung von Gamma, die nur Ortsvektoren enthält. Also können wir die sofort umschreiben mit Koordinaten. Das ist die Koordinate von OP, das ist die Koordinate von I und das ist die Koordinate von K. Diese Gleichungen schreiben wir etwas einfacher. So haben wir parametrische Gleichungen dieser Ebene Gamma. Aber die zweite parametrische Gleichung enthält keinen Parameter, dann ist das automatisch die kartesische. Aber natürlich, ein Punkt P gehört zu dieser Ebene Gamma, dann und genau dann, wenn seine Ordinate y gleich 0 ist.